glaube, Fritz war hier. Er hat schon sein Haus gebaut. Ey, Mann. Das ist Olisch. Kennt ihr Olisch? Nee. Habt ihr den Vlog von Max gesehen, Mann? Ich finde Olisch extrem sympathisch. Das ist die Sprache, die Max' Vater spricht. Fahr ich nach Hause, zieh mich um und dann hol ich den Herbert ab. Hallo. Vater, ich wollte nur Hallo sagen. Ja, du alter Profi, so. Ich bin alter Mann. Ich kann meinem Vater kein normales Gespräch mehr führen. Ich rede immer auf Olisch. Auf Rollisch. Mit der richtigen Dosierung an Testosteron, an Rotlicht, entwickelt sich die Stimme in diese Richtung. Geil, Alter! Der Arctic Warrior ist ja abgeschlossen und wer ihn verfolgt hat, weiß ja, was Sebo für eine Rolle beim Arctic Warrior eingenommen hat, die komplette Orga. Und er war maßgeblich beteiligt, uns das Leben so schwer wie möglich zu machen, aber auch auf uns aufzupassen in dem Moment. Und als Dankeschön habe ich eine ganz besondere Überraschung für ihn vorbereitet. Danke dir. Korrekt. Danke dir. Hey, gute Fahrt. Jo, danke dir. Lea ist richtig im Stress, im Prüfungsstress. Sie muss ihre Forschungsarbeit abliefern. Und deswegen bringe ich ihr jetzt Blumen mit. Glaubt mir, das ist der Gamechanger. Holt euch ein Abo bei Fleurock. Riecht mega gut. Da wird sie sich sehr freuen und wird positiv gestimmt dadurch. Ist ein sehr schöner Ort, um das zu überreichen, oder? Das ist der schönste Ort, den wir haben. Die Garage, Mann. Motorräder, Werkzeug, Festool, Kreissäge. Alles, was das Herz begehrt. Ist hier was angestellt? Ja. Ich stelle nur Sachen an. Schau, kannst du mir zeigen, wie schön du die Schuhe sauber gemacht hast? Ja, schau. Zum Beispiel. Schau. Was bedeutet das? Dass sie glücklich ist danach. Dass nicht der Papa böse war. Was? Nein! Ich war nicht böse. Sie, ist auf deinen Mist gewachsen. Sie ist einfach nur gestresst. Ich habe damit nichts zu tun. Sie ist einfach nur gestresst wegen ihrer Forschungsarbeit und deswegen braucht sie Blumen, weil es hilft. Danke, mein Schatz. Süß. Ja, Mann. Ach, es war Ollisch. Ja, es war Ollisch. Jetzt machen wir ein 25-minütiges, richtig knackiges Oberkörper-Workout, denn wir haben keine Zeit. Wir müssen unbedingt zu Sebo und ihm sein Dankeschön-Geschenk bringen, dafür, dass er uns so eine geile Zeit bereitet hat und meine Hand gerettet hat. Ob du ein T-Shirt für dich unterschreibst. Klar mache ich das. Ja. Liebe Susanne, geile Shirts hast du hier designt. Viel Spaß mit deinem Shirt. Aber krass, wie gut mit deiner Schulter jetzt geht in der Torsio 3. Sehr gut. Steht raus, aber funktioniert. Wisst ihr noch früher, diese Roboter, die gebaut worden sind, wo zwei verschiedene Werkzeuge rechts und links sind und dadurch entsteht eine Asymmetrie von der Optik her. Habe ich immer gefeiert und jetzt habe ich es bekommen. Was soll man machen? Auf meine neuen Haarpracht, das ist eine Delle, Mann. Sebo wird sich sehr freuen. Ja, aber kommt wer? Ich denke so gegen 17 Uhr ungefähr. Okay, cool, das ist perfekt. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da können wir schon Zeit aufbauen. Der freut sich auch schon. Hi, Baby! Hallo! Otto, was geht? Na, mein Lieber, alles gut? Bei dir? Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Weißt du, wen ich dabei hab? Den Ralfi! Oh, ja. Ralf an Lieschen geht. Hi, Baby. Kurze Erklärung, warum wir Otto natürlich, abgesehen davon, dass wir uns endlich wiedersehen, heute besuchen, ist Sebo. Super, ja. Sebo hat sich ja viele Gedanken gemacht, uns das Leben natürlich schwer zu machen in Finnland. Und ich habe ja auch, weil ich früher aus dem Arctic Warrior rausgenommen worden bin, mitbekommen, wie das hinter den Kulissen läuft und wirklich Sebo dort, ja, wie soll man sagen, sehr bemüht war, es maximal schwer und unerträglich zu machen. Die Rationen der Suppe zum Beispiel von euch, hat er gesagt, warum kriegen die so viel Suppe? Eigentlich müssen sie die Hälfte bekommen. Ich habe mir überlegt, dass wir ein Geschenk für Sebo haben, dadurch, dass er meine Hand gerettet hat. Und das wird sein, eine Eisbad-Challenge. Wir würden das Ganze natürlich ein bisschen anders verpacken, damit er nicht davon ausgeht. Er hasst, glaube ich, kaltes Wasser, oder? Also wirklich, ich kenne ja Sebo seit über 20 Jahren. Und eine Sache hasst Sebo richtig, kaltes Wasser. Weil immer wir eine Gewässerüberquerung machen, sage ich so, boah, Sebo, ist das super kühl. Boah, ich bin auch mit kaltem Wasser, ich brauche kaltes Wasser. Ja. Also er hasst kaltes Wasser wie die Pest. Du liebst das natürlich. Ja, du auch. Ja, ich auch. Und deine Idee ist einfach super.
Das ist das Arctic Tub, das wird jetzt geil verpackt, so dass Sebo denkt, dass es etwas anderes ist, zum Beispiel ein Motorrad. Und wir werden es einpacken, er wird es auspacken und ja, die Enttäuschung wird natürlich groß sein, dann werde ich ihm offenbaren, was wir vorhaben. Jawohl. Man kann in deinen Augen sehen, wie du dich darauf freust. Für alle, die jetzt sagen, hey, was für eine Wasserverschwendung, nein. Diese komplette Grünfläche wird jeden Abend gewässert und das werden wir später dann dafür verwenden. Also wir haben sozusagen einfach nur eine kurze Zwischenstation für das Wasser, bevor es zum Wässern verwendet wird für Sebos Eisbad. Die Tonne ist vorbereitet, Sebos Geschenk ist vorbereitet und Sebo ist hoffentlich auch vorbereitet. Otto hat jetzt eine richtig geile Idee. Wir machen natürlich noch ein Harley-Davidson-Patch vorne drauf. Ich schneide es aus und dann dezent einfach draufkleben. Ganz dezent, so wie bei Harley-Davidson, direkt aus dem Haus. Gib's dir Hand! Geil, Mann! Schau mal, das ist eigentlich Sebos Hand. Die gehört hier offiziell. Jetzt habe ich zwei. Geht's mittlerweile? Gut, also ja? Bis hierhin fühle ich noch nichts, aber sonst ist top, das wird wieder. Ja, zum Glück haben wir es so gemacht. Du hast heute absolut Glück. Der Chef hat mich gefragt, pass auf, was kann ich dem Sebo als Dankeschön dafür zukommen lassen, dass der meine Hand und meine Karriere gerettet hat. Überhaupt nicht. Ja? Nee, das war doch mein Job. Also die Hand gehört ja dir, das haben wir ja schon ausgemacht. Aber ich trage sie und nutze sie weiter. Ja. Und er hat gesagt, ey, was kann ich dem Sebo ein Gutes tun? Sag ich, boah, was hat ein Sebo vor? Bist du bei falschem Springen, kennt sich ja zu wenig mit aus. Und dann kann man aber verschiedene Sachen, auch Thema Motorradfahren. So. Haben wir drüber gequatscht. Kennst du Stefans Verbindung ja, der ist ja mit jedem bekannt. Ich find's persönlich zu krass, muss ich tatsächlich zugeben. Ja, also ich find das ist genau perfekt. Ja, ich denke, es ist genau perfekt für dich. Es ist das, was du dir immer gewünscht hast und du wirst diesen Tag heute nie vergessen. Ein Pocketbike. Soll ich es rausholen oder wie machen wir? Ja, fast raus. Du musst, glaube ich, da stehen bleiben. Ja? Was denkst du, was das ist? Ich bin das total unangenehm. Egal, was es ist. Er schwärmt die ganze Zeit von dir und sagt die ganze Zeit, dann siehst du meine Hand, das ist Sebos Hand. Nein, überhaupt nicht. Er ist dir so dankbar, ist unglaublich. Überhaupt nicht, das war mein Auftrag. Das ist ja so, wie als wenn man sagt, Stefan, danke, dass du gekämpft hast. Das macht er halt. Ich habe ein bisschen Angst. Vielen lieben Dank, Sebo, dass du meine Hand gerettet hast. Hier habe ich was für dich. Mach mal. Du auf. Kennst die Marke. Ich hab weiß. Bring da was raus. Nein. Was ist das? Komm auf. Juhu! Um die Superkraft von dir zu lernen? Ja, genau, Mann! Jawohl! Jetzt ein Eisbad zusammen! Aber nicht Eisbahn. Jetzt, ne? Doch, wir machen natürlich. Jetzt. Ich habe das mitgebracht, das ist mein Arctic Tub. Und wir machen, ich habe sogar, schau mal, ich zeig dir jetzt was. Ich habe dir das mitgebracht, damit du dich dort reinlegst. Ich habe zufällig viele Badehosen dabei, damit wir das gleichzeitig machen können. Da kannst du wählen, ob du liegst oder ob du sitzend dein Eisbad machen möchtest. Aber du weißt, dass es meine Nemesis ist. Ja. Ist egal, Mann. Schaffst du, das ist eine Herausforderung für dich, du wirst es lieben danach. Danach musst du es jeden Morgen eine halbe Stunde machen. Okay? So machen wir es. Wir füllen jetzt den Arctic Tub und dann geht's ab, Mann. Eis. Machen das für Sebo. Er hat den sehnlichsten Wunsch, wirklich die 30 Minuten Eisbad bei 2 Grad zu schaffen und wir werden ihm dabei behilflich sein. Siehst du, wie Stefan sich um dich kümmert? Wie eine Mutter ohne Brust. Aber ich glaube, er meint es nicht gut. Kryotherapie hat nur gesundheitliche Vorteile. Man wird mental stärker. Er ist mental schon sehr stark, aber er wird noch stärker. Dann einmal die Entzündungswerte in seinem Körper sinken natürlich. Also er hat nur Benefits dafür. Er hat eine Dopaminausschüttung, Noradrenalinausschüttung und Adrenalinausschüttung. Das heißt, er profitiert durchgehend davon und das begreift er jetzt einfach noch nicht. Aber danach wird er dankbar sein. Die mentale Stärke wird man nach 20 Sekunden sehen, wenn ich mich einfach hier rausspringe, da vorne ans Feuer gehe und mich wärme. Aber ich bin gespannt, weil ich habe wirklich eine Verletzung am Knie. Du weißt ja, je länger du wartest, desto kälter wird's. Stimmt, die Sonne ist weg. Ja. Aber ihr sorgt für faire Wettkampfbedingungen? 100%. Kann das losgehen? Und es ist nicht gleich kalt. Doch, ist es. Rüber. Ja, auf jeden Fall noch. Das ist voll geil. Hier ist doch noch Eiswürfel. Ruhe jetzt, Otto, du bist raus. Was machst du denn jetzt da? Nee, nix, alles gut. Ja.
Alles subjektiv hier. Das ist doch, ja. Du bist doch kein Messgerät geeicht. Jetzt mal ehrlich. Nee, das ist Gleichgold. Nee, das ist schon. Mir ist es egal. Anders. Nee. Pass auf. Wir fragen mal. Jetzt schafft der wieder von der einen in die andere Richtung. Das ist doch geil. Das ist geil. Der will sich Sperma machen. Ja. Das muss mir vermietet werden. Wenn man das zum ersten Mal macht. Wenn man das zum ersten Mal 10 Minuten. 10 Minuten. Also 10, 15 Minuten schafft man schon. Also ich sag dir, Ringlife Edmond, Ringlife de Glatze, ja. Kennst du? Ringlife Edmond war, glaube ich, 10 Minuten dort drin im Winter bei 3 Grad. Und das sind 8 Grad da im Sommer. Noch habe ich auch nicht gedrückt. Weil noch wir sind schon drin. Jetzt. Nein, setz rein. Schau mal kurz. Warte mal kurz. Ich habe hier gerade ein. Ich hab keinen Bock. Sebo, komm. Das tut wirklich richtig weh. Ne? Stressposition tut doch auch weh. Alter, ich kann da doch nicht jetzt mit dem Arsch reingehen. Doch, Mann. Mach doch einfach. Denk nicht so lange nach. Komm, ich will jetzt endlich auf Start drücken. Stefan ist drin. Komm. Alter, nee. Sebo, komm jetzt. Ich kann das nicht. Das tut weh. Du musst. Ey, das geht nicht. Ehrlich, komm jetzt, Sebo. Ich kann das nicht. Hey. Du musst! Das geht nicht anders! Ich hab das sogar verpackt, Alter, für dich als Geschenk! Das ist doch geisteskrank! Wo soll jetzt reingehen, Mann? Das ist respektlos, mein Geschenk nicht entgegenzunehmen! Okay. 2 Minuten ist mein Ziel. 2 Minuten. Schaffst du locker? 2 Minuten. 2 Minuten. 2 Minuten. 2 Minuten. Otto macht danach 30 Minuten voll. Komm, setz dich hin, Alter. Ich sitze! Relax, setz dich hin und relax, Mann. Stell dir vor, du bist im Whirlpool. Sebi, das sieht so angespannt aus, was du da machst. Das kostet voll viel Energie, wie du da drin sitzt. Das ist wie Gerätetouren, was er macht. Sebo, komm, ein bisschen weiter musst du schon rein. Setz dich doch mal ab. Also erstens glaube ich, dass das Wasser bald verdunstet ist, weil ich so heiß bin. Ja. Und zweitens glaube ich jetzt mittlerweile, wo ich mich ein bisschen akklimatisiert ist, dass die 20 Minuten kein Problem sind. Ja, geil. Schau mal, seine Hände sind so, als ob die danach ist ein fester Abdruck in diesem Arktik-Tab. Die Fingerabdrücke kriegst du nie wieder raus. Otto, bei wie vielen Minuten sind wir? 4 Minuten 30, also Sebo bei 3:30. Aber ist doch super. Was ist denn hier jetzt schon wieder für Schieterei? Nee, wir waren nahezu identisch drin. Naja. Stefan, was sagst du, wie schlägt er sich? Der Sebo macht das richtig gut. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber er hat sich dann zusammengerissen, geatmet und jetzt sitzt er da drin. Jetzt gerade tut es nicht weh. Ich bin gespannt, wie das Gefühl ist, wenn man rausgeht. Stefan hat 7 Minuten 12, Sebo hat jetzt 2 Minuten 10 ungefähr. Sebo, kannst du dir vorstellen, dass du das jetzt öfters machen wirst? Ich denke, lass mich wirklich mal kurz überlegen. Also es hatte einen guten Input, aber auf gar keinen Fall. Jetzt sind wir alle im natürlichen Habitat. Ich bin bei 30 Minuten, Sebo. Was machst du? Langsam wird's kritisch. Ich finde, wir sollten einen Contest machen. Sebo, Edmond und Max Koga. Zu dritt nebeneinander, wer das längste Eisbad schafft. Ich bin dabei. Ja, Mann! Mann oder Männer? Mann oder Männer? So, wir haben über 30 Minuten. Okay. 30 Minuten. Für mich reicht das. Sebo, fürs erste Mal. Okay, geil, Mann. Sebo, du hast es brutal gemacht. Sebo! Du schlägst Edmond und Max Koga, Mann. Ich bin überzeugt. Ja! Hey, vielen lieben Dank, Sebo, dass du meine Hand gerettet hast. Ach, deine Hand mittlerweile. Sehr geil, Mann. Das war mein Dankeschön an Sebo dafür, dass er seine Hand gerettet hat. Und bis zum nächsten Vlog. Das Wasser wird natürlich sinnvoll verwendet. Zu Hause nutzen wir Wasser aus der Zisterne, das heißt Regenwasser, was filtriert wird. Hier das Wasser, was wir jetzt aus dem Wasserhahn haben, wollen wir natürlich nicht verschwenden. Wir haben relativ wenig Regenzeit gehabt, deswegen nutzen wir das, dass wir die Pflanzen damit bewässern, die sowieso bewässert werden müssen. Nach so einem vollgepackten Tag ist das Cortisol-Level weit oben. Cortisol ist ein Stresshormon, kann durch Ashwagandha reduziert werden. Außerdem unterstützt Ashwagandha euer Testosteronspiegel. Mit dem Code TH100 gibt es mindestens 10%. Schaut auch im Merch-Shop vorbei. Alle drei T-Shirt-Varianten sind wieder verfügbar. Das heißt Team Ralfi, Team Staudensellerie und Team Pizza. Team Pizza und Staudensellerie sogar jetzt in 3XL. Ihr unterstützt damit Ralfis Ranch. Ist recycelte Biobaumwolle, also im zweiten Zyklus verwendet. Absolut nachhaltig. Hier unten in der Videobeschreibung kommt ihr zum Shoplink. Bis zum nächsten Vlog.